So, willkommen zurück beim Teleporter-Rundell. Ach Mist. Ah, ich will die 8 nehmen. War ich nicht schon vorhin mal bei der 8? Ich weiß nicht, war es jetzt richtig? War es falsch? Keine Ahnung. Es könnte tatsächlich jetzt richtig gewesen sein. Lol, hab die Leiche jetzt mal hier in den Teleporter geschoben. Oder auch vielleicht nicht. Es war falsch. Oh Mann. Mist. Hier war es 2. Aber man sieht wohl immer den Teleporter. Kann man sich wohl orientieren. Das war meiner Meinung nach nicht immer so. Und dann. Wow, das war knapp. Wo war ich gewesen? Ich war in 8 gewesen, war. Probieren wir mal den hier. Der so. Er schon so ganz komische Effekte macht. Trau mich nicht. Ich weiß es nicht mehr. War doch nicht der, oder? Ich mach's einfach. Ah, sag ich ja. Der hat mich getötet. Also, so scheiße. Oh, bin ich tragischerweise natürlich jetzt hier umgelandet. Mist, da war die 7. Scheibenkleister. Gut, okay, nochmal kurz warten. Ja, und so, daran kann ich mich eigentlich auch erinnern, das ist so. Oh Gott, das war wieder so knapp. Ah nein, jetzt kommt dann noch was viel Schlimmeres danach, oder? Oh nein, das habe ich so dermaßen gehasst. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nein, Mann, ich will nicht. Ich will nicht. Verdammt, Mann. Kann ich nicht von Isaac Clarke. Ah! Gott, 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 Gott. Nein! Ich will nicht sterben! Nein! Das überlebt man? Das wusste ich gar nicht. Nein, eine andere Sache. Muss ich jetzt eigentlich nochmal hin? Muss ich die Schalter aktivieren? Ich glaube ja, wa? War so. Jo, schon mal richtig. Ey, lol, ich dachte, man stirbt da oben. Nee, dann ist es ja voll einfach. Mein Gott, ich hab mir das immer voll schwer gemacht. Nee, da habe ich mir mal so eine Erinnerung gehabt, dass es richtig blöde schwer ist. So. Öffne dich und ruckel. Das war sehr, sehr intelligent. Oh Gott, nein, bitte nicht. Komme ich hier irgendwie wieder lebend hoch? Mist. Scheiße. Darf ich das Spielchen nochmal machen? Also muss ich auch auf den Ring warten. Ich gucke immer nur auf den äußeren Ring. Na gut, jetzt weiß ich ja, wie das geht hier, dass es alles total simpel und einfach ist. Mann, ist das schlecht von mir früher gewesen. Naja, gut, man wusste das nicht. Woher sollte ich auch? So, warten wir wieder, bis der innere oder mittlere Ring wieder soweit ist. Wow, ganz ruhig bleiben. Lassie. Jetzt warten wir wieder auf den anderen Ring. Jetzt müssen wir dann nur noch da gut drin kommen, aber das schaffen wir ja, wenn wir auf dem mittleren Ring sind. Warten wir nur, bis er ein bisschen schöne Höhe hat wieder und dann. Ach, herrlich. Herrlich. Ich glaube, dann sind wir auch schon beim Teleporter-Team. Nein! Mann! Verdammt! Mann, ey. Shit. Ich cutte das jetzt mal kurz. Bis gleich. Ja, ich bin in der Zeit nochmal 50 Mal gestorben, weil ich das jedes Mal verkackt habe. Und ich hoffe, diesmal verkacke ich es nicht nochmal. Nein, ich verkack's nicht. Das gibt's nicht. Mann, ich habe kein Safe State gemacht. Oh Gott, ey, guckt nicht hin. Bis gleich. So, jetzt habe ich aber ein Safe State gemacht. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Mann. Oh Gott, jetzt habe ich es geschafft. Mann! Gibt's doch nicht hier.
Okay, wir sind durch. Durch den scheiß Teleporter-Akt. Jetzt geht's weiter. Ach Gott, okay. Paar süße Headcrappies. Spiel mal. Danke. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt recht nahe am. Ach, scheiß auf den Fahrstuhl. Bei diesem Teleporter-Team. Toller Fahrstuhl, nebenbei bemerkt. Einfach bloß eine Platte. Da liegt ein toter Soldat, oder? Also, Alien-Soldat. Lassen wir mal kurz die Waffe draußen. Gehen wir mal sicher. Oh ja, ganz viele Tote. Gut, alles klar. Da war ein Dings gewesen. Ein Labor-Bitch. Schalte die Geschütze aus! Muss ich sie ausschalten? Ich mache es mit Gewalt. Ich glaube, letztes Mal habe ich sie zerstört. Ja. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Ja, ich bin hier der King, Mann. Ich meine, die haben tatsächlich noch ein paar Heftanzüge, aber... What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Yeah. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you'll know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. Yeah, you better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out... Well, let's put it this way. There ain't gonna be much wenn ich was dafür könnte, du Penner, ich würde dich einfach nur am liebsten mit der Waffe platzen lassen. Aber naja. My colleague is waiting for you at the main portal controls. Super. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. Ach, naja, er ist ein Lappen. Der ist bloß neidisch, dass er nicht so cool ist wie ich. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry. Ganz einfach, Mann. Schön, schön, schön. Do you think we should appeal to the alien authorities? So, wir kriegen jetzt diesen coolen Sprung Dingenskirchen. Dr. Freeman, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. Ja, es ist so special wäre. I created it expressly for navigation. So ein Schwachsinn. Voll übertrieben. Und noch der letzte. Kinder, jetzt haben sie nicht einen einzigen mehr. Wie viele haben die denn da schon geopfert? Ja schon, also geil ist es, wenn man sowas hätte, war okay. Ich meine, ich würde mir zwar Angst haben, dass ich mir Knochen brechen würde bei Benutzung, aber... So, jetzt kommt der grauseligste Part ever für mich hier. Meiner Meinung nach kriegt man hier nochmal Munition und so, aber gut. Oder ich hab's jetzt einfach übersprungen. Das hätte ich hier jetzt mir, glaube ich, geben müssen. Naja, egal. Jetzt kommt wirklich der absolut grauseligste Part für mich hier, weil... Erstmal, weil er auch recht schwer ist, komischerweise. Und zweitens, weil es übelste Probleme mir hier bringt. Also es bringt mir schon ohne, auf schlechten Einstellungen, ohne Aufnahme, totale FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe keine Chance, das flüssig zu spielen. Keine Chance, also egal was ist, also es sind zu krasse Effekte, die sie hier eingefügt haben. Ich werde hier auch mal ein, noch nicht jetzt, ich werde hier noch ein Safe State gleich einlegen, weil das, ich hoffe, ich schaffe es gleich beim ersten Mal, aber ich bezweifle es so stark. Hier ist das Ding zum Reinspringen, ne?
Ey, drück mir Daumen, Freunde. Naja, fick dich. Das habt ihr nicht gehört. Ja, mein... Oh, ich hab nur noch eine Rakete. Aber wenigstens hab ich noch ein paar Pillen. So, ich mach mal eben hier einen Safe State, wie gesagt. Shit, dann müsste ich ein bisschen Dampf hier. Woo! Das geht jetzt alles noch. Ah, jetzt habe ich schon 23, 30 FPS, ist noch alles okay. Alles noch Luki, alle zu biegen. Ah, lass uns erst mal warten, bis die dicke, fette Kugel spawnt. Gott, einfach nur rennen. Ja, ist mir doch egal. Die greifen ja nur mich an. Okay, greifen sie, glaube ich, auch ihn an. Weil Half-Life 1, da kannst du auch verkacken, meine Meinung nach. Aber, oh Gott, ich höre schon... Ach ne, das sind diese komischen Controller. Oh mein Gott, jetzt sind schon 16 FPS. Oh. Ah, jetzt geht's wieder hoch kurzzeitig. Hier am Rand geht's noch, irgendwie weiß ich nicht. Wow, das ist normalerweise jetzt schon der Punkt, wo eigentlich die FPS übelst droppen. Oh Gott, da kannst du gar nicht reingucken. In die Kugel. Da haben sie tausende von Effekten reingequetscht. Aber das ist noch nicht, glaube ich, die maximale Form der Kugel. Noch nicht die FPS. Es geht bisher. Sorry, Freunde, ihr seht nichts. Ich weiß. Es tut mir echt sowas von dermaßen leid, aber ich kann nichts dafür, dass die einfach unfähig sind, das ordentlich zu machen. In der Hinsicht. Wo es geht, 23 FPS. Ja, ich glaube, das ist noch nicht der feine Punkt. Ich glaube, wenn die Kugel ändert sich nochmal und dann geht alles auf, droppt das hier alles. Und das dauert auch so ewig. Und es wurden hier unendlich viele spawnen, ey. Das nervt dermaßen. Einfach nur laufen. Also, ich muss die eigentlich nicht killen, meiner Meinung nach. Muss ich die killen? Nee, sag ich doch. Oh mein Gott. Ah, nee. Hä, wieso tropfen die FPS jetzt hier nicht so schlimm? Das war's. LOL. Wieso? Das ist der Vorführeffekt, Freunde. Das ist so der dermaßene Vorführeffekt. Das hat sonst nie so gut geklappt. Und vorhin sind die FPS auch viel mehr gedroppt hier. Aber ich habe auch die Einstellung nicht so hoch. Aber trotzdem. Es ist dieser verdammte Vorführeffekt. Also kämpfen kannst du nicht gegen die Viecher da. Also habe ich mal probiert, habe ich keine Chance gehabt. Jedes Mal verrecke ich, weil da immer zu viele spawnen. Also habe ich mir gesagt, renne ich einfach dumm rum. Ganz einfach. Es leckt auch da mir immer zu sehr. So, das war's jetzt leider. Das war leider immer noch der erste Teil von Black Mesa. Ich hoffe wirklich ganz doll, dass die... noch Zen rausbringen, weil ich finde einfach ohne Zen ist das Spiel nicht annähernd cool. Also es ist schon echt toll gemacht, ja. Also ich bin sehr zufrieden. Haben auch alle meine Erwartungen erfüllt. Und es ist so schade. Ich hoffe einfach, dass Zen, dass sie das noch zu Ende bringen, weil das ist echt ein schöner Platz. Ich freue mich schon drauf. Die ganzen Sprungpassagen und so. Und es ist cool einfach. Es macht Spaß. Ja, aber erstmal für das erste ist ja das Let's Play schon beendet hier. Wir befassen uns jetzt mit den nächsten Mod und mal sehen, was es für eins wird. Ich habe ja noch eigentlich eins offen. Mal gucken, wie wir das machen. Ja, ansonsten war es das erstmal. Ansonsten, wenn irgendwann mal die Erweiterung rauskommt, wird sie einfach hinten dran geschmissen. Ganz einfach. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Haben wir noch was? Nö. Kommt doch, glaube ich, gar nichts, oder? Nee, da kommt nichts. Also, ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, abonniert mich. Likes und Kommis macht ihr ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr. Finde ich ganz gut. Denkt daran. Daran ernähren sich die Let's Player. Ciao!